Sportkalender im Hessenfernsehen mit Freunden. Den einzigen Fehler im FFC-Spiel nutzte dann Potsdams Torjägerin Conny Polas zum Ehrentreffer. Unter den 800 Zuschauern war auch das Bundestrainer-Duo, das noch einen schönen Treffer sah. Diesmal legt Birgit Prinz auf und Pia Wunderlich verwandelt. Der erste FFC Frankfurt führt jetzt mit 6 Punkten Vorsprung die Tabelle an. Pia Wunderlich! Knapper Erfolg in der Handball. Roberts erhöhte wenig später auf 2:0. Die Begegnung wurde noch einmal zur Zitterpartie, als Melanie Hoffmann per Foul-Elfmeter für die Gäste verkürzen konnte. Am Ende aber jubelten die Frankfurterinnen über den Einzug in die nächste Runde. Der erste FFC Frankfurt gewann sein Viertelfinale beim SC Bad Neuenahr, hochverdient mit 2:0. Bianca Rech erzielte in der 40. Minute die Führung für den Pokalverteidiger. 1:0 war gleichzeitig der Halbzeitstand. Nationalspielerin Renate Lingor traf nach schöner Vorarbeit von Nicole Hase zum Endstand von 2:0. Bei der morgigen Halbfinalauslosung sind noch der Hamburger SV und Turbine Potsdam mit im Topf. Wieder Spitze.